Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator, hier auf der Karte Metropole Ruhr. Ja, ich darf euch heute mal das wundervolle Update zeigen, ja, was jetzt so lange gedauert hat, bis es rausgekommen ist. Herzlich willkommen auf der Linie 268 von der Zeche Haniel. Wir stehen heute an der Haltestelle Zeche Haniel. Hier sieht man schon Prosper Haniel. Ja, hätte man ein bisschen schöner hier bauen können. Ne? Auch man hätte sie ja nicht so leblos bauen müssen an meiner Stelle. Aber gut, so sieht es aber auch schon gut aus, muss ich sagen. Die Häuser sehen auch okay aus. Ja. Wir fahren heute mit einem O405 von Hamburger Buspaket mit einem Festischewagen. Ja. Natürlich leider ohne Mercedes-Stern, aber das ist ja jetzt egal. Hab hier schon alles gestartet. Und wir können los. Ich muss nur noch die Linie eingeben. Sehr eng hier, ne? Gut, dass ich nicht umlegen muss hier. Also wollte ich mit diesem Einbruch gestern bloß weggehen. Hätte man mich ausgelacht. So, jetzt muss ich einmal gucken. So stellen. So, Linie 268. Ziel. Ich glaube, das ist 2. Ruhr Rathaus. Steht da was? Wo ist das denn? Ist hier irgendwo drauf? Ja. Oder wir müssen das halt. Gut, schön, dass er einsteigt. Meine Hände kleben vom Hotel. Scheiße. Guten Tag, moin, hallo. Sprechen die wieder nicht? Wieder. So, wie spät haben wir? Thank you.
Ja, hier fährt Audi 251. Schön. Oberhausener Straße, jetzt hält hier auch die 261. Auch schön. Man hätte die Haltestelle auch früher hingebaut können. Für die 263 hat man natürlich nicht gemacht. Weil man damals war halt dafür zu voll. Oder man hat es vergessen. So, da kommen wir dann immer hin. Die 61. Eieiei. Was Florian Kalle zu dieser Erweiterung sagt. Ich bin auch gespannt, was andere Omsi-YouTuber sagen zu dieser Erweiterung. Ob positiv oder nicht positiv. Ich hoffe einfach. Ja, was ist denn jetzt hier? Könnt ihr mal ein bisschen schneller fahren? Genau, die fährt einmal hier rum. Ich dachte, hier wäre schon eine Haltestelle. Ist aber nicht. Fährt einmal so rum. Das ist aber nur der Kurzläufer der 268. Der fährt nur bis hier Fuhlenbrock und dann fährt er wieder zurück nach Bottrop. Oder Klobrichstraße. Thank you.
Playlist neu einfügen. Ja, wegen Update. Ist ja kacke. Naja, fahren jetzt hier halt die rein. Scheiße. Aber ist gar nicht so scheiße. Nur meistens sind die nervig. Blinken. Wir wussten eure Blinker. 268. 1 Linie. Ach, die fährt nicht mehr hier. Nee. Wenn dann nur noch als Umleitung wird das genutzt hier. Ist klar. Okay, haben sie geändert. Dankeschön auf jeden Fall.
ist ein bisschen wie die Realität, das Jahr 2022 hier mit reingespielt wird. Auf jeden Fall, lieben Dank geht an den lieben Entwickler Kevin Wunschmann raus. Ich meine, die haben echt schon was. Alles ist frei, außer wir. Wir stehen hier wieder bestimmt wieder 5 Minuten. Wir dürfen wieder 5 Minuten hier stehen. Wenn wir. Bei dem KI-Verkehr können wir es überlegen. Übrigens, wenn der KI-Verkehr so ein bisschen blöde läuft auf den meisten Maps, sind nicht immer die Entwickler schuld. Meistens ist es auch um sie selbst. Man kann ja jetzt nicht immer für die Sachen immer den Entwickler die in die Schuld schieben. Kann man ja nicht, das geht ja nicht. Man kann ja immer nicht sagen, du. Da muss man mal vielleicht gucken. Oder man guckt selber, dass man das Problem behebt. Kann man ja auch. Ne? Dafür gibt es ja OMSI-Editor. Da kann man das dann alles so ein bisschen beheben alleine. Ne? Wenn man OMSI-Experte ist und so und mit dem OMSI-Editor ganz gut umgeht oder umgehen kann und dann kein Gefährdet mit. Dann kann man das doch selber auch ändern. Ja, da muss man doch nicht meckern. Aber ich zum Beispiel kann das nicht ändern, weil ich mich mit dem KI-Verkehr und mit Blender und so einem Scheiß gar nicht auskenne. Da müsste ich mich bestimmt einen Monat dran setzen, dafür habe ich gar keine Zeit. So, ja, es geht ein bisschen weiter hier. Stehen wir. Den Zeit spiele ich mir mal. Schön. Was ich hier übrigens fahre, ist der Hamburger Stadtbus. Ich muss echt sagen, dass er mit dieser festischen Lackierung sehr real aussieht. Ja, bei mir haben wir jetzt gerade schon 23.20 Uhr. Eigentlich wollte ich schon in der Kiste liegen. Aber als ich gehört habe, bei Instagram gelesen habe, gerade Update, Ruhrgebiet, da dachte ich, boah, da muss ich doch unbedingt mal zeigen. Ich will jetzt nicht unbedingt der erste YouTuber sein, der das zeigt, aber ich war so gehypt drauf und 268, yeah. Ja, weil ich die Linie auch sehr mag. Wegen auch zum Beispiel, weil sie zur Zeche fährt. Da habe ich überlegt, komm, wenn wir erstmal wollte ich die Linie alleine fahren, also privat, und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, schmeiß den Kasten an, mach Video, weil dann kannst du nämlich den Leuten direkt deine Meinung sagen. Die Leute auch nach der Meinung, nach
Ihre Meinung fragen. Ja, meine Meinung werdet ihr ein bisschen am Ende des Videos sehen, an der Klubitzstraße. Aber ihr werdet auch gleich wieder meine Meinung hören. Ich werde noch zwischendurch immer ein bisschen Meinung geben. Ja, ich weiß, ja. Also die Map zum Beispiel, die komplette Map, die ist... Also, wenn ihr diese Map spielen wollt, dann braucht ihr einen 4 GB-Patch. Den werde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Und einen guten PC. Weil das Ding ist, dass diese Karte sowas von an den meisten Stellen so hakig ist, zum Beispiel am Bottrop ZOB, da geht die Performance richtig, dann schießt die richtig runter. Auf 17. Und das schaffen. Habt ihr ja zum Beispiel, ich hatte ja zum Beispiel vor einem Jahr einen Laptop, da habt ihr ja gesehen, wie der Bus gehüpft ist. Weil es OMSI nicht ausgehalten hat. Diese Performance-Probleme. Und Performance-Probleme auf dieser Karte sind nicht selten. Die sind schon mehrfach an einigen Stellen. Aber das ist halt auch, weil man hier halt viel auch mit spannende Objekten gebaut hat. Eigentlich sind das spannende Objekte Performance sparen, aber die meisten vielleicht darunter nicht, die man dann verbaut hat. Und dann noch dazu, wenn man dann noch die bestimmte A-List auswählt, ja, die komplette AE-List, ja, noch mit O405 Bussen und O305 Bussen. Ja, dann hat man hier wirklich Arschkarte, weil dann könnte sein, dass man schwarze Bussen hat. Die SB91 979 ist also alles weiter. 267 hält. 62, 63. 63 hat er auch schon immer hier gehalten. 64 weiß ich nicht. 68 hat er auch schon mal immer gehalten. In den Add-on nicht, aber sonst ja. Aber hier steht nichts von 186. Nö, hier steht nichts von der 186. Komisch. Warum fährt die dann hier? Oder fährt die nur durch vielleicht? Kann auch sein. Senorita, so gerne wäre ich doch allein. Oh mein Gott, was ist hier los? What the fuck? Oh, drei Busse auf einmal. Oh Gott, ich schwöre so hart. Hier ruckelt das meistens super.
dich mal an, was hier so abgeht. Alter Schwede! Ja, das blinkt ja hier schon ordentlich. Einundsechzig, 51. Oh, Junge. Jetzt steht hier die 59. Weil sich irgendwie, keine Ahnung, bedroht fühlt. Immer noch so viel los hier? Also 8:30 Spiel. Da muss man einfach das Wort sagen. Digga! What the fuck? Ich glaube, ich nehme mir gleich die Gabel, Alter. Wie gesagt, ich habe mir den Bus ausgesucht, weil ich dachte, ja, wir fahren ja eine Zechenlinie. Da gehört doch so ein U405 doch zur Generation der Festischen, oder? Zu so einer guten Linie, zur Zechenlinie. Ja, habe ich mir so gedacht. Nochmal umbauen.
schön raus. Guten Abend. Ja, wir haben schon Verspätung. Ihr habt ja gerade gesehen, wir sollen rund um 18 Uhr in den Saal nach. So aussprechen nur. Hier ist doch das große Labyrinth, oder? Ne, hier nicht. Ist das echt hier? Große Labyrinth steht dran. Okay. Dann ist es das große Labyrinth. Aber ist das nicht auf der 251 das große Labyrinth? Der ist ja gerade auch an. Die helfen wirklich. So, ja, können wir uns mehr einstellen? Da kommt noch eine und dann sind wir an der Knubbelstraße. Ja, endet das Video schon da gleich.
krass. So schnell rum. Bei meinen Augen gar nicht. Ja, 23:37 haben wir gerade bei mir. Naja. So. Das war's von der Linie. Geht mal weg hier, Alter. Ne, mach ich von hier. Das war's heute von der Linie 268. Die Linienerweiterung von der Zeche Haniel bis zur Klobichstraße. Geil, geil, geil. Jetzt gibt's da noch den Kurzläufer von der Klobichstraße bis nach Fuhlenbrock. Oder, ja genau, bis nach Fuhlenbrock. Oder auch bis nach Bottrop ZOB. Gibt's auch, glaube ich, einen Kurzläufer. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und meine Meinung noch zum Schluss. Ich finde, dieses Update ist super. Hat sich jetzt an Baustil nicht viel geändert, so richtig. Aber wenigstens ein bisschen. Und, ja, ich meine, komm, bei der Zeche Haniel hätte man noch ein bisschen noch den Larry rausholen müssten. Und ein bisschen da noch Deko zeigen müssten, aber hat man leider nicht. Was ich leider schade finde. Aber ist trotzdem schön, dass die Linie jetzt ganz draußen ist, die 268. Und wir sind alle stolz. Gut. Ja, liebe Leute. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder nächsten Livestream. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao. Und tü sagt euer Kirmes Marlon. Tü und adieu. Und bleibt gesund, meine Lieben. Tü, tü.